Wir wurden kontaktiert, um bei einigen zukünftigen Projekten der Stiftung mitzuhelfen. Und, aha, gerade rechtzeitig. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Hallo, ich bin Adriana Vega. Ich bin die gewählte Vertreterin der Stiftung. Meine Aufgabe hier ist die Beaufsichtigung der Arbeiten. Und glaub mir, Adriana, wir werden unser Bestes tun, um unser kulturelles Erbe zu würdigen und dafür zu sorgen, dass künftige Generationen es genießen und daraus lernen können. Wie ich sehe, hat jemand das Motto der Stiftung auswendig gelernt. Wir treffen uns an den jeweiligen Standorten, wenn ihr für die Praxis bereit seid. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Planet Coaster 2. Ich glaube gar nicht, dass ich das endlich sagen darf. Es freut mich so sehr. Ja, ihr habt vielleicht schon gesehen, wir spielen den Karrieremodus und wir fangen auch nicht bei Level 1 an. Es gab vor diesem Level hier noch einen Prolog. Den habe ich jetzt einfach mal übersprungen, weil das sind im Prinzip Tutorials. Die sind auch sinnvoll, sich anzuschauen und mal durchzuspielen, wenn man nicht so vertraut ist mit dem Spiel oder keine Ahnung hat, wie diese Planet-Spiele grundsätzlich funktionieren. Aber die sind fürs Video jetzt nicht so spannend, weil sie halt einfach sehr, strukturiert sind. Man kommt da einen Bauplatz, wo was hingebaut werden muss, dann baut man das dahin, dann bekommt man einen neuen Bauplatz, wo was Neues hingebaut werden muss und so weiter. Aber man lernt halt die Basics vom Spiel und das ist eigentlich eine ganz gute Sache, nur fürs Video jetzt halt nicht so spannend. Deswegen, wir starten direkt mit Parks und Restaurierung. Ah, super, endlich da. Langer Marsch, oder? Wir nehmen uns heute ein äußerst interessantes Projekt vor. Die Stiftung hat bei ihren Ausgrabungen nicht nur eine, sondern gleich 4 antike Achterbahnen entdeckt. Sie haben uns mit der Restaurierung betraut. Hallo, ich übernehme mal für Oswald. Ja, wegen der besonderen Umstände haben wir eurem Unternehmen eine Sondergenehmigung erteilt, dort zu bauen, sodass ihr sie mit dem von euch gesammelten Geld wiederherstellen könnt. So etwas tun wir sonst nicht. Aber die Achterbahnen sind so desolat, dass sie nicht zu erhalten sind, wenn nichts passiert. Ich fühle mich jedoch nicht sonderlich wohl dabei, einem Unternehmen für Freizeitparks einen so wichtigen Teil unserer Geschichte anzuvertrauen. Bedenkt nur, dies hat den ersten eindeutigen Nachweis für die Existenz der Achterbahner erbracht. Achterbahner? Die sind mir neu. Sie gelten als Vorfahren der modernen Plankonianer und als erste Zivilisation überhaupt, die Achterbahnen baute. Nicht wahr, Adriana? Ja, das stimmt genau. Entschuldige, ich bin es einfach nicht gewohnt, dass sie irgendwer überhaupt kennt. Ich selbst bin so eine Art Fan. Ich habe sogar meine Doktorarbeit über ihre Geschichte geschrieben. Ich beschäftigte mich lange in der Bibliothek mit der Physik der Achterbahnen. Man warf mich aber raus, weil ich praktische Experimente zwischen den Bücherstapeln durchführte. Wie dem auch sei. Dank dieser Entdeckung können die Gäste jedenfalls etwas über ihr verlorenes Erbe erfahren. Verschwenden wir also keine Zeit. Okay, verschwenden wir keine Zeit. Es geht direkt los. Die Stiftung hat 4 antike Achterbahnen in den Überresten eines verfallenen Monuments entdeckt und braucht deine Hilfe, um sie zu restaurieren. Indem du Gäste anlockst und die Achterbahn fertigstellst, erschließt du das Potenzial des Parks und bescherst den Plankonianern eine epochale Reise zurück in die Zeit ihrer Vorfahren. Das ist schon irgendwie eine coole Geschichte. Das ist eigene Spezies, die Plankonianer und die, wie hießen sie, Achterbahner? Also, was müssen wir heute machen? Wir bauen einen Imbissstand, wir stellen einen Hausmeister ein, einen Techniker, müssen eine Achterbahn fertig bauen, 2 Fahrgeschäfte bauen und Fahrgeschäfte, Szeneriebereitung für alle. Okay, 2000, okay. Ja, das ist doch eigentlich gut machbar. Heute geht es also darum, diese Holzachterbahn fertigzustellen und wahrscheinlich den ganzen unteren Bereich hier als ersten Part des Parks. Cool, wir haben ordentlich Geld. Schauen wir mal in die Parkverwaltung, wie es dem Park gerade so geht. Wieso kosten die Tickets denn nichts? Das geht doch nicht. Ich finde, die sollten mal wenigstens 5 Dollar, okay, scheinbar Dollar kosten. Gäste, die Stimmung ist gut. Der Eintritt des Parks ist kostenlos, ist ja bald nicht mehr so. Es gibt keine Achterbahn, die meinen Toleranzen entsprechen. Das ändern wir heute noch. Ich wünschte, es gäbe hier einen Getränkeladen, ich wünschte, es gäbe hier einen Imbissladen. Das kriegen wir auch beides hin, ich habe langsam Durst, das passt ja dazu. Aber ich finde es cool, dass man hier die Preise alle einzeln einstellen kann. Ja, ich kann es gerade überhaupt nicht einschätzen, aber normalerweise sind die Sachen alle ein bisschen zu günstig. Deswegen mache ich jetzt hier, ich mache mal alles ein kleines bisschen teurer. Ich habe noch nichts gebaut, aber erstmal ein bisschen mehr Geld verlangen. Das ist doch, so macht man das doch, oder? Ja, mal gucken, wer bereit ist, mehr Geld zu zahlen. Grün kostet 17, lila kostet 18, rot kostet 15 und gelb kostet
20. Mal gucken, ob irgendwer mit einem gelben Schirm rumlaufen wird. So, Personalauswahl. Wir haben gar kein Personal. Okay. Das ergibt jetzt Sinn, warum dieser Laden auch geschlossen ist. Dann stellen wir mal jemanden ein für den Laden. Wunderbar. So, was haben wir hier? Personalgebäude, das macht Sinn. Und eine Toilette, das macht auch Sinn. Die kostet sogar Geld. Krass. Hier kommen unsere Gäste rein. Wunderschön. Wir müssen erstmal halt hier runterkraxeln. Na ja, gut. Können wir denn direkt... Ich meine, da haben wir einen Weg, der bis zur Achterbahn führt. Können wir die direkt fertigstellen? Weil da fehlt ja, glaube ich, nicht viel. Ach, Strom haben wir auch nicht, ja. Stimmt. Achterbahn bearbeiten. So, wo fehlt denn hier was? Stelltigen. Wir haben ja genug Geld dafür. Wenn die Achterbahn schon hier steht, dann muss ich ja gar nicht selber machen hier. Wie praktisch. Ich bin jetzt mal so frech und smooth die Bahn direkt nochmal durch. Ach so, bereits vorhandene Abschnitte können nicht bearbeitet werden. Das heißt, ich habe gar keine Wahl. Die Bahn muss genauso bleiben, wie sie ist. Ach, hier oben geht es auch noch lang. Das ist wahrscheinlich der nächste Part, ne? Okay, dann bauen wir jetzt mal ein bisschen Stromversorgung hier hin. Stromgenerator. Mhm. Ich würde eigentlich gerne sehen, wie die Sachen aussehen. Naja, darf ich ja scheinbar nicht. Dann verstecken wir die jetzt halt so ein bisschen. Der Stromverteiler, der kommt hier hin, würde ich sagen. Zack. Ja, der braucht halt jetzt noch den Stromgenerator. Den können wir ja irgendwo hinstellen. Ach, wir haben schon Strom hier. Achso, der Parkeingang generiert automatisch Strom. Interessant. Deswegen haben die ersten Läden auch Strom gehabt. Verstehe, okay. Passt der da hinten noch hin? Scheint so. Und dann verbinden wir mal hier hinten mit. Zack, dann gibt es hier hinten auch Strom. Cool. Das heißt, Strom haben wir jetzt auch für die Achterbahn, aber ich glaube, wir müssen noch den Stromgenerator hier verbinden, ne? Also der ist wirklich versteckt da in der Ecke. So. Zack. Damit ist der Strom jetzt auch verbunden. Wunderbar. Und dann können wir die Achterbahn mal testfahren lassen. Und schauen mal, was wir hier für eine Bahn haben. Bin mal sehr gespannt. Die erste Achterbahn der Karriere. Ist eine antike Holzachterbahn. Es ist wortwörtlich eine der ersten Achterbahnen, die je gebaut wurde. Also ich finde dafür, dass es eine der ersten Achterbahnen ist, die scheinbar jemals gebaut wurden, fährt die sich ziemlich gut. Ist ziemlich ausgewogen, überhaupt nicht so extrem oder so. Eigentlich eine sehr familienfreundliche Achterbahn. Also sehr passend für unseren Park. Was ein Glück, dass die alten Achterbahner sowas dahin gebaut haben und nicht irgendwas ganz anderes oder Experimentelles, sondern dass sie direkt wussten, wie eine anständige Holzachterbahn aussieht. Sehr praktisch. Ja, alles klar. Sehr cool. Das ist unsere Moneymaker-Achterbahn in diesem Szenario, denke ich mal. Zumindest für heute. Ich denke mal, wir wollen auch einen hier Techniker brauchen, der sich darum kümmert. So, dann öffnen wir die mal. Prestige ist super, alles ist super. Hier ist alles super, so. Die ist gar nicht so gut, die Bahn, ne? Naja, egal. Ach, das System mit dem Beruf gibt's auch wieder wie früher. Das ist cool, das mochte ich. Wir machen dynamische Preise, würde ich sagen. Das ist schon cool, das ist einfach immer, da muss ich es nicht immer selber machen. Das ist ein cooles Feature, das gefällt mir, dass die Preise dann sich automatisch anpassen in diesem Bereich, wie es halt gerade passt. Also ein Schild wäre zum Beispiel, glaube ich, ganz gut, ne? Geil. Haben wir ein kleines Eingangsschild. Es ist jetzt nicht so super schön oder so. Aber es wird seinen Zweck erfüllen, glaube ich. Gucken wir mal, ob wir die Station noch ein bisschen schöner machen können. Das ist ja hier recht leer, sage ich mal. Bevor ich hier anfange, Zeug zu bauen, machen wir überhaupt Plus? Das ist vielleicht noch eine sinnvolle Sache, ne? Finanzen. Wir machen auf jeden Fall Plus. Gut, das Szenario ist recht easy. Dann können wir uns tatsächlich ein bisschen auf Bauen konzentrieren.
So, jetzt haben wir unsere Station noch ein bisschen schöner gemacht. Hat zum Glück auch gar nicht lange gedauert. Das ist wahrscheinlich normal, gerade am Anfang des Spiels, wenn man die ganzen Teile noch nicht kennt. Aber ja, für das kleine bisschen habe ich jetzt, glaube ich, ja, eine halbe Stunde oder so gebraucht. Ich denke mal, es ist an der Zeit, dass wir mal weiterschauen, wie, was wir tun müssen in der Kampagne. Jetzt haben wir zumindest die Station ein bisschen ausgebaut. Unser nächstes Ziel wäre, einen Imbissladen zu bauen. Das hätte ich früher machen sollen, weil das gibt sehr viel Geld. Das war nicht so smart von mir. Naja, egal. Sieht nicht so aus, als würde es dafür irgendeinen schönen Bauplan geben. Das heißt, wir bauen einfach unsere eigene Imbissbude. So, damit haben wir auch unsere nächsten zwei Läden eröffnet. Für Getränke und für Essen. So, hier Chief Beef, da kannst du Burger kaufen. Und ja, die verkaufen halt Milchshakes, ne? Ja. Da kannst du dich hier irgendwie hinsetzen und genießen. Denke ich mal. Bisschen Backstage haben wir auch reingebaut. Alles sehr rudimentär, ne? Aber für jetzt muss das erstmal passen. Denke ich, werde erstmal noch die Preise anpassen. Auf einen einfachen Burger gehört nix, weil es ein einfacher Burger ist. Für 9 Dollar. Der Cheeseburger, der bekommt extra Käse. Macht ja Sinn. So. Haben wir das auch. Okay, meine Güte, das ist kein gutes Wetter, das wir gerade haben, ne? Aber es scheint zumindest so, als wären die Leute zufrieden, wenn ich mir so nochmal die Gäste anschaue. Ich bin angekommen. Toll. Forschung. Ah, okay. Das ist szenarioübergreifend. Das ist cool. Ich hatte in dem Prolog, ach, hier steht's auch, die Kettenlift-Achterbahn erforschen sollen. Und jetzt ist die hier auch schon erforscht. Wir können damit weiterforschen. Das ist cool. Und die Forschungspunkte werden dann auch übernommen. Okay, das ist cool. Das gefällt mir. So, das nächste Ziel. Bau folgendes Servicegebäude. Imbissladen. Haben wir doch. Du bist doch ein Servicegebäude-Imbiss, oder? Heißt das, wir müssen jetzt einen Bauplan davon bauen, oder was? Wirklich, das wäre ja schon ein bisschen schade drum, ne? Wenn ich es jetzt nur so machen könnte. Ja, hier ist noch Platz, ne? Tatsache, ich muss es so machen. Ich muss also tatsächlich den Imbissladen als vorgefertigten Blueprint dahin stellen in diesem Gebäude. Das heißt, der normale Tresen mit dem selbstgebauten, der zählt dafür nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil das ganze Ding jetzt im Prinzip sonst gebaut haben. Aber ich meine, es ist trotzdem cool, das zu haben. Aber ein bisschen schade drum, dass es jetzt halt nicht anders funktioniert hat. Was müssen wir denn noch machen? Wir brauchen noch einen Hausmeister. Dann stellen wir doch mal einfach einen Hausmeister ein. So einfach ist das. Einmal Hausmeister. Zack. Zwei Fahrgeschäfte müssen wir noch bauen. Ich würde aber gerne erstmal noch so ein Mitarbeitergebäude bauen. Das verbinden wir mal über einen Personalweg mit dem Rest des Parks, würde ich sagen. Was sagt denn das Wetter? Ja, es wird bald wieder sonnig. Okay. Wir besitzen zwei ebene Fahrgeschäfte, also zwei Flatrides. Das ist eine doofe Übersetzung, finde ich. Was haben wir denn zur Auswahl? Wir könnten so ein Mythologie-Schiff bauen. Boah, ist das groß. Okay. Es kann auch gerne mal langsam wieder Tag werden. Ich sehe nämlich gar nicht wirklich so viel. Ich sehe halt nicht wirklich viel. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich mal die Sonne festsetzen auf... Ah, ist das hell. Auf 11 Uhr. Boah. Aber ich möchte auch mal was sehen, was hier im Park passiert. So, das Schiff hier bekommt jetzt Szenerie dran. Ich habe nämlich schon gesehen, es gibt Schiffsteile. So, kleines schwingendes Schiff. Bisschen nach Mythologie thematisiert, ne? Ach, wir können auch mehr machen. Wir können ja auch sagen, ja, wir schwingen einfach ein bisschen häufiger. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Ach, die Ausgangsposition muss auf dem Schiff drauf sein, damit das funktioniert. Okay. Na gut, dann packen wir es nochmal neu drauf. Jetzt geht's, okay. Das Ding hier vorne auch. Wunderbar. Okay, und dann habe ich noch rausgefunden, kann man da ganz da unten irgendwo die Farben ändern. Ich weiß gar nicht. Ah, okay. Okay, verstehe. Das ist doch eigentlich ganz cool. Das dann irgendwie in so einem bräunlichen Farbton, so braun-rot, ja. Gibt schon ein bisschen Auswahl bei den ganzen Texturen hier, ne? Ja, aber ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, dass das jetzt super gut passt. Ich würde sagen, dann machen wir das auch nochmal thematisch ein bisschen schön.
damit haben wir unser erstes Flatride fertig. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mich ein bisschen zurücknehmen. Sonst werde ich, glaube ich, nie fertig mit diesen Parts. Das hat jetzt schon wieder eine Stunde gedauert. Also, ich habe am Ende jetzt auch angefangen, ein bisschen mehr von den vorgefertigten Blueprints zu nehmen und die mit einzubauen hier. Einfach damit es überhaupt möglich ist, dass das hier fertig wird. Ich habe auch noch einen kleinen Trigger-Effekt reingebaut bei dem Schiffschaukel hier. Also, an einer Stelle gibt es auf der einen Seite kein Wasser, ja, Splash, und auf der anderen Seite Feuer. Ich habe jetzt schon sehr lange nicht mehr in die Verwaltung reingeschaut, weil ich halt sehr lange hier jetzt rumthematisiert habe. Aber das können wir doch gerne mal machen. Also, wir haben jetzt zumindest einen von zwei Fahrgeschäften. Wie sieht das aus mit der Parkoption? Der Preis ist da. Parkbewertung ist einzigartige Attraktionen. Das sind halt erst zwei Attraktionen. Das ist halt sehr wenig. Aber da kommen ja noch einige in den nächsten Folgen. Prestige-Attraktion ist, glaube ich, soweit eigentlich ganz gut. Wie ist eigentlich Prestige von dem Ding? Ah, okay, okay. Ja, sehr viel Szeneriebonus halt drin, ne? Das Fahrerlebnis an sich ist halt nicht so geil. Aber da kann ich auch nicht viel dran machen. Weil, wo war das denn? Da. Ich kann halt nur einstellen schwingen. Was anderes macht das Ding halt nicht. Deswegen ist das hier, glaube ich, gar nicht möglich, Prestige noch höher zu kriegen. Jetzt sind eigentlich ziemlich zufrieden. Läden, ja, die machen auf jeden Fall Plus alle. Das ist sehr gut. Die Stromgeneratoren, ja, ich weiß auch nicht ganz. Die Stromgeneratoren sind ein bisschen komisch. Also zumindest der hier, der macht oft nicht, was er soll. Also es funktioniert schon, nur halt nicht optimal, ne? So, unser Park sieht auch soweit eigentlich ganz schön aus. Ich werde jetzt einen zweiten Flatrate platzieren und sobald ich es mache, werden wir wahrscheinlich hier unser Ziel erreichen. Ah ne, ich muss es noch auf geöffnet setzen, okay. Da können wir noch einen zweiten Flatrate schön machen und damit das Ziel von der heutigen Folge erreichen. Das zweite Fahrgeschäft auch fertig. The Claw heißt es. Bin wahnsinnig kreativ heute mit dem Namen. Ich denke, dann ist es doch eigentlich auch sehr cool integriert, genauso wie das andere. Ist ein schöner Park, wo das ist eine richtige Stadt, die wir hier bauen. Gefällt mir. Wenn ich das jetzt öffne, dann müssten wir eigentlich das Szenario geschafft haben. Also zumindest die Bronzemedaille. Ich sprach gerade mit der Stiftung. Überraschenderweise sind sie mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden. Das sind tolle Neuigkeiten. Dann sollten wir schnellstens mit der nächsten anfangen. Oswald, ich warne vor zu großer Eile. Dieses Projekt muss ordentlich und mit Sorgfalt und Respekt durchgeführt werden. Ja klar, wir setzen unsere Arbeit mit Sorgfalt, Respekt und einem angemessen zurückhaltenden Schuss Enthusiasmus fort. Ja, genau so ist es. Wir könnten jetzt theoretisch in das nächste Szenario gehen, aber ich würde eigentlich gerne alle Sterne machen. Darum werden wir uns dann in der nächsten Folge kümmern. Jetzt in der Folge haben wir das hier alles gebaut, ne? Wir haben unseren Monsun hier gebaut. The Claw haben wir gerade gebaut. Und, achso, ja, hier noch so ein paar kleine Stände. Da sind noch ein paar Stände. Und um die Achterbahn haben wir uns noch gekümmert hier. Ja, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem nächsten Bereich. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Dann kriegt ihr auch immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video hochladen. Jetzt gerade zu Planet Coaster 2 Start wird es ja sehr viele von uns geben. Ich denke, ich habe genug erzählt für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert uns.